Hallo Freunde. Ja, heute gehen die Videos raus wie nix. Ich zeige gleich mal die nächsten Sachen vor, damit ich sie endlich nutzen und auspacken kann. Weil darauf freue ich mich auch schon eine ganze Weile, wo die Zeit war immer nicht da. Messer haben wir eben vorgestellt. Kleines für die Werkzeugkiste. Ist nie verkehrt. So, ich fand lustig, in Firma arbeite ich zurzeit Dachdeckerzimmerei und da habe ich mir mal so einen Zollstock gewöhnt, obwohl der auch relativ teuer ist, wenn man den kauft. Naja, genau, schöner Spruch drunter, nicht ganz so jugendfrei, aber egal. Habe ich mir gegönnt, aber was ich als erstes zeigen wollte, Multifunktionstool, Freunde. Und das gucken wir uns gleich mal am Tisch an. Nicht lange sabbeln. Mehr vorzeigen. Entschuldigung. Genau, nicht lange sabbeln, gleich testen und loslegen. Ja, dieses Messerchen, lasst mich mal ganz kurz nachdenken. Das war ein Restposten bei Netto. Genau, Netto war das. Ich wusste gar nicht, dass die irgend sowas führen. Ich habe keine Werbung gesehen, aber in einem Regal waren so die übrig gebliebenen Ladenhüter von diversen Aktionen drinne, unter anderem ein paar von diesen Messern. Und ich dachte mir mal, Multifunktionstool in Schwarz ist mal was anderes und mit einer schönen Schere. Wobei ich jetzt mich weit rauslehne und mal behaupte, war das Gerber, die sowas im Programm hatten? Und wenn den so ist, dann ist das Ding vielleicht ein bisschen abgekupfert. Deswegen will ich mir das mal von nahen betrachten. Jedenfalls habe ich das damals, ich erinnere mich bloß, ich weiß nicht genau, ob es Gerber war, aber irgend so ein namhafter Hersteller hat das ganz groß vorgestellt. Endlich ein Multifunktionstool mit einer richtigen Schere drin, die man vielleicht im Garten und unterwegs mal öfters brauchen könnte. Und da dachte ich mir, damals schon, gefällt mir, gute Idee. Und jetzt bei so einem Billigteil, ich kann euch nicht sagen, was das gekostet hat. Weil, wie das beim Einkauf ist, man hebt nichts auf. Jetzt haben wir das Problem, dass meine schöne Riesenschere wieder mal von der Frau entwendet wurde. Und ich muss jetzt hier so eine, ist aber eine Kunststoffschere, aus der Werkzeugkiste benutzen. Naja. Ich habe gedacht, es geht damit besser, aber dieses Einwickelmaterial ist äußerst stabil. Wir testen mal das Messerchen. Jetzt kann man hier drüben praktisch eintunken. Ich habe einfach, das geht äußerst gut. Ich habe immer Angst, mir vor laufender Kamera furchtbar die Pfoten aufzuschlitzen an diesen ekligen, ihr wisst Bescheid, Kunststoffmaterial. Das ist das Material, was die Weltmeere verseucht. Unter anderem auch das Mittelmeer, was zu Feinstgranulat mikropartikelmäßig zermalmt wird, aber überhaupt niemals nicht abgebaut wird. Das Zeug, das wurde mal hochgerechnet, zu wie viel Millimetern oder gar Zentimeter das schon die Weltmeere auf dem Grund bedecken müsste, wenn das ganze gelöste Zeug im Wasser irgendwann mal endlich nach unten gesunken ist und hoffentlich da bleibt. Im Mülleimer, der niemals voll wird, sondern einfach nur der Wasserstand wird angehoben. Kleiner Witz am Rande. Ui, es ist ziemlich schwer, muss ich gleich mal sagen. Der erste Eindruck ist stabil und fest. Ja. Was steht denn noch mit bei? Irgendwelche Infos. Hochwertige Aufbewahrungstasche. Sicheres Transportieren durch Klappfunktion. Aha. Ich weiß gar nicht, was man bei einer Schere sicher transportieren muss. Jo, weiter steht da gar nichts drauf. Trennen für die Umwelt, Karton und Pappe. Also hier, diese Firma sagt mir gar nichts. Soll das jetzt Star irgendwas? Keine Ahnung, was das heißen soll. Importiert für nach Hamburg. Okay. Keine Ahnung. Aber hier unten drunter bei der zweiten Adresse, die hatten wir schon mal. In Prodio Solutions GmbH Soest. Soest? Soest? Das hatten wir schon mal.
irgendeinem anderen Günstigmesser. Ich denke mir mal, es ist irgendeine Importeursfirma, die das Bescheid kommt eigentlich. Asien. Ja, gucken wir hier mal rein. Das Ding ist wirklich ziemlich stabil, aber das kommt wahrscheinlich deswegen, weil hier irgendwo eine Plasteinlage mit eingenäht ist. So ist meine Vermutung. Das Ding ist fest. Innen drinnen ein klein wenig weicher wie außen. Ob das wirklich Cordura ist, könnte sogar sein. Das übliche, Fädchen hängen wieder überall raus, das ist aber normal. Gürtellasche, naja, ich weiß nicht, könnte man sich dann wirklich an die Arbeitshose heften oder an die Gartengürtelmontur. Das muss natürlich ab, das Schild hier oben. Ach, Polyester. Nicht Cordura oder irgendwas Hochwertiges. Einfach nur Polyester. Gardinenstoff. Na okay, dafür wird es ausreichen. So, da haben wir hier noch eine riesen Anleitung bei. Ich überfliege bloß mal live ganz kurz, was das Ding alles kann. Lieferumfang, ja, bla bla bla. Keine Kinder in der Nähe, bla bla bla. Ja. Ach Mensch, Mensch. Arbeitsschutzhandschuhe tragen, bla bla bla. Naja, was man alles nicht soll, wenn man damit arbeitet. Beim Zusammenklappen dürfen sich keine Finger oder ähnliches, also sprich die Zunge, zwischen Werkzeug und Griff befinden. Klingt irgendwie logisch. Mann, 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 Mann. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn Sie unkonzentriert sind, dann dürft ihr gar nichts benutzen auf Arbeit. Oder wenn Sie Alkohol oder Tabletten zu sich genommen haben. Oh, das war jetzt irgendwie ein Stichwort. Okay, Moment mal, Freunde. So viel Zeit muss sein, dass auch der Kommentator zwischendurch mal eine kleine Pause machen kann mit einem unverfänglichen Getränk. Da, Freunde. So, es wird in ein unverfängliches Gefäß umgefüllt, was keine Werbung trägt. So, ich sage jetzt mal, wohl bekomm's Fanta, no? Und wir haben alle Spaß, weil das Gesabbel macht einen ja ganz wuschig. Und es ist ja auch schon sehr spät. Es ist schon, Freunde, denken wir gar nicht dran. Ich kann wieder mal nicht schlafen. Immer wenn dem so ist, möchte ich gerne ein Review machen und wir quatschen ein bisschen. Ich nerve euch mit meinem langweiligen Leben. So, wenn Sie Alkohol oder Tabletten zu sich genommen haben. Mann, wie viele Arbeitnehmer nehmen Schmerzmittel schon frühs am Morgen? So. Schere, Säge, Schraubendreher. PH, Schraubendreher SL groß, Feile, Schraubendreher SL klein, heißt wahrscheinlich Schlitz. Flaschenöffnerfunktion ist ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, warum man Kronkorken, na gut, es gibt ja auch Colaflaschen mit Kronkorken, das darf man dann also bei der Arbeit nutzen. Und ein Messer ist auch noch mit bei, das ist schön. Gucken wir weiter. Klappen Sie immer so auseinander. Ach so, das hat diese Einrastfunktion. Das hat was hier oben mit die Schnapper zu tun. Hatte ich nämlich bisher auch noch nicht. Das Dingens verriegelt demzufolge das Arbeitsgerät. Das ist schon mal interessant. Aha. Das gefällt mir. Das macht also doch einen ziemlich hochwertigen Eindruck. Also es kann so verriegelt werden im geschlossenen Zustand. Dann wird hier dieser kleine Hebel, wo mein Fingerchen sich befindet, nach vorne gezogen. Habe ich ganz ohne Bedienungsanleitung herausgefunden. Da klang es nämlich ziemlich kompliziert eben. Deswegen habe ich schon aufgehört zu lesen. Learning by doing. Ja. Die ist angeschärft. Einseitig. Naja, sowas lässt sich natürlich auch mal nachschärfen. Vorzugsweise beim Spezialisten. So, haben wir jetzt irgendwas mal da, was ich da jetzt mal knöpern könnte? Wir werden mal hier von diesem Viertelstab ein Stückchen abtrennen. Ich habe soeben beschlossen, dass man den in Zukunft dann immer für Schnitttests nutzen könnte, wenn ich ihn denn abbekomme. Oh, das ist ein bisschen. Nee, da quält man das Dingens. Also, das lässt sich damit. Oh doch, lässt sich, aber.
Freunde live alles, ne? Da tut's dann doch ein bisschen weh am Fingerchen, weil hier sich bei einer normalen Gartenschere ein gepolsterter Griff befindet und hier eben nicht. Nee, wir lassen das. So spät am Abend möchte ich nicht meine Fingerchen kaputt machen. Ich denke mir mal, aber so einen kleinen gewachsenen Ast sollte man damit abbekommen. Wir testen mal so Verpackungsmaterial. Das wäre eher mal so interessant, wo ich das hier drinnen nutzen könnte. So, und? Oi, doch, doch, doch. Also hier, das geht, Freunde. Also hier widerspenstige... das geht wohl wunderbar. Na, jetzt piekst du es ein bisschen weg. Warum eigentlich? Das ist für Verpackungen eine feine Sache. Zack. Hier oben wollt's nicht um die Kurve, keinen Kurvenschnitt machen. Aha, weil es hier schon ein bisschen aufgeweicht ist. Hm, von mir, okay. Also ich sage mal so, das geht. Hier. Na. Na gut, hier biegt sie es weg. Okay. Und hier unten. Ja. Na, ich glaube, da ist es doch ein bisschen widerspenstig. Also am Anfang ging es. Hier dickeres. Am Rand ist das Material fester und lässt sich demzufolge scheinbar besser schneiden. Ja. Also ich sag mal so, kann man. Geht. Gefällt mir. Kann ich also dafür nutzen. Feine Sache. So, jetzt ist die Schere im Arbeitsmodus. Hier hat die Beschichtung schon ein bisschen gelitten, weil das eben bloß billige schwarze Farbe ist. Hier ist eine, günstige schwarze Farbe, die sich dann abgreift wahrscheinlich. Okay, hier kann man nochmal entriegeln mit diesen kleinen Schnappern hier oben. Und dann klappst du das Ding zusammen. Gefällt mir. So, und dann kann man das bestimmt sichern im geschlossenen Zustand. Was haben wir hier? Ein Werbeschild dran, weg damit. Immer diese kleinen, winzigen Aufkleber. Wenn man die abzieht, hinterher klebt das ganze Teil. Ich hasse das wie die Pest, so ein Mist. Na, noch geht's. Aber jetzt hast du deinen hellen Fleck. Also ich vermute mal, das ist keine hochwertige Beschichtung. Das sieht mir eher nach einer günstigen Lackfarbe aus. So. Was können wir hier noch alles tun? Also ich da habe gedacht, das lässt sich im geschlossenen Zustand sichern. Aber scheinbar nicht. Nö. Sondern nur im offenen Zustand lässt sich die Schere hiermit sichern. Okay. Und dann so, zack, 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 aufmachen wieder. Jetzt muss ich mich selber reinfuchsen. Aha, genau. So kann man das Ding natürlich nicht zusammenklappen. Man will ja damit arbeiten. Also hier die beiden Schnapper ziehen und dann kann man es einklappen. Und dann ganz herkömmlich hier drüben. Ui, okay, nochmal. Schere geschlossen sichern. Ausklappen des Messers, indem man hier hinten diese Klinke drückt, diese ziemlich große. Drücken wir doch einfach mal. Und dann kann man, Säge. Säge, sägt die. Schnelltest. Wieder mal alles aus dem Stehgreif. Doch, sie greift rein. Ich kann es hier schlecht ablegen, aber guckt rein, hier oben, kurz angesetzt, weiches Material, ihr seht's, ne? Also einen kleinen Ast kriegst du damit ab. Wobei das ja kein Vergnügen ist, weil für sowas die Säge viel zu kurz ist. Wenn das Dingens funktionieren soll, müsste die Säge eigentlich mindestens so lang wie der Griff sein, damit man auch ein bisschen Arbeitsweg für die Säge hat. Klingt irgendwie logisch? Ich hoffe, ich habe es logisch erklärt. Deswegen sind diese Sägen eigentlich nur Notfallsägen und Spielerei. Obwohl, schaut mal, verschränkte Zähne, ne? Für den Laien versetzte Zähne rechts und links. Das macht mir einen guten Eindruck. Na, schade, man sieht nicht noch näher ran.
Das schafft der Fokus nicht. Glaubt mir es einfach, verschränkte Zähne. Mit einem Nagelhieb zum besseren Aufklappen, das kennt ihr alle, braucht man eigentlich nicht erklären. Was haben wir? Ach so, alle Werkzeuge natürlich, muss man immer erst hinten drücken. Sind. Oh, geht das schwer. Meine Fresse, ey. Also drauf drücken und dann kannst du die Werkzeuge rausnehmen. Ja, kannst du. So, was ist dieses hier hinten eigentlich? Ach, das ist die Funktion, um die Werkzeuge im ausgefahrenen Zustand zu sichern. Ist das so? Ist es nicht so? Oder habe ich mich jetzt zu weit rausgelehnt? Das ist die Numero nicht mit aufgeführt. Es wippt. Aua. Na, jetzt muss ich mich selber erstmal reinfuchsen. Zack. Wofür ist denn dieses Teil? Also hinten drauf drücken. Es hat irgendwie Klick gemacht beim. Wofür ist das? Keine Ahnung. Jetzt habe ich mich weit rausgelehnt. Wir müssen die Bedienungsanleitung doch noch studieren. So, ja genau, Schraubendreherchen. Und ich habe nicht aufgepasst, für was dieser Haken ist. Für was ist dieser Haken, Freunde? Es steht hier auf der Beschreibung keine Nummer dran. Was macht dieser Haken? Da müsste ich selber erstmal nachlesen. Ich habe mich jetzt wieder mal richtig dappig angestellt. Na egal. Okay, das ist dieser Schlitzschraubendreher. Den kennt jeder, den braucht man nicht präsentieren. Wenn man hinten drauf drückt, lässt er sich umklappen und schnappt richtig rein. Warum? Keine Ahnung. Wofür ist dieses Teil? Soll das einfach nur dafür sorgen, dass die Geräte sich nicht ausklappen? Mann, 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 jetzt habe ich nicht aufgepasst. Kleine Pause, ich lese nach. Ich gehe in mich, entschuldige mich. Stand weiter jetzt gar nichts da. Halt nur, dass du eigentlich die Geräte einzeln rausnehmen sollst. Warum sollte man das? Dann will sie sich ja erstmal alle angucken. Ach, eine Feile ist hier drüben. Und die rasten wirklich hörbar ein. Klick macht's. Gefällt mir. Ich hatte ja schon günstig Teile, da haben die nicht eingerastet. Und hier sind die sozusagen auch verriegelt. Einfach immer hinten auf diese Klinke gedrückt. Zack. Schnapp drinne. Gefällt mir. Was jetzt nochmal wichtig ist, ich will ja die Messerklinge angucken. Die kriegt man eben auch nur raus, wenn man hinten auf diese Klinke drückt. Zack. Und dann kommt sie ja sehr leicht raus. Zack, eingerastet. Das ist eine kleine schmale Klinge. Okay, Test. Gleich mal hier mit dieser mickrigen Bedienungsanleitung. Na, Vorführeffekt. Ui, Leute, die ist scharf. Schaut mal hier. Also da kann ich jetzt überhaupt nicht meckern. Ja, das Papier streikt hier ein bisschen. Aber hier. Man muss es einfach nur richtig halten, dann schnippelt es auch. Hier. Es geht, glaubt mir, es geht. Ja, geht. Holz. Jetzt haben wir mal einen Vergleich zwischen Günstigmesser und Multifunktionsschere. Und ich mag Multifunktionswerkzeuge. Ihr wisst ja, ich habe ja auch schon mal Letterman-Material von mir vorgestellt. Ja, doch. Also hier kann man wirklich jetzt richtige Späne abhobeln. Ja, das ist okay. Also geht. No? Funktioniert. Kann man nicht maulen. Freut mich, macht mir Spaß. Es ist eine kleine, schmale Klinge, sagen wir mal so. So.
Und Leute, ich muss zugeben, dass ich da jetzt keine Ahnung habe. Ich erwarte also von euch Zuschriften. Und es geht wirklich immer nur ein Werkzeug raus? Oder nee, richtig drücken muss man. Meine Fresse, ey. Leute, Leute, Leute. Aha, hat was damit zu tun. Ach so, diese Teile hier drinne sind wahrscheinlich. Da stößt die Schere gegen. Ja. Also da liegt die. Auf diesen seltsam gebogenen Dingern liegt die Schere an. Okay. Vielleicht kann mir von euch mal jemand erklären, oh, da muss man wirklich richtig hier oben reindrücken. Dann geht die Klinge sehr leicht nach innen. Wieder drücken, bis es Klick macht. Und dann ist da wirklich eine Feile. Okay, grob und fein. Die fässt sich auch wirklich wie eine Feile an. Deswegen, ich denke immer mal, sie wird funktionieren. Ich teste es mal anhand dieses unbestechlichen Hölzchens. Na gut, nun löst sich erstmal die schwarze Farbe. Deswegen sagte ich ja, das ist Lack, oder? Also die Beschichtung macht mir jetzt nicht so einen dollen Eindruck. Wir testen das mal. Also, man kann feilen, es funktioniert. Mühsam, aber es geht. Aber Leute, das ist ja ein Multifunktionswerkzeug, aber in erster Linie, ich glaube, am besten funktioniert es noch bei den Fingernägeln. Also, das ist, glaube ich, nicht die Beschichtung, es ist nur Holzspänchen, die sich hier so geglänzt haben. Manchmal meine Augen machen auch nicht mehr mit. Ach, hier vorne an der Kante ist natürlich auch eine Feilenfunktion vorhanden. Also, naja, und dann kannst du damit auch noch Riesenschrauben aufwürgen, wenn du es möchtest. Okay, da es ist ja mal meckern auf hohem Niveau. Wenn ich da an Ossi-Zeiten denke, da war man mal froh, wenn man so ein Ding mal von nahen gesehen hat. Da egal von welchem Hersteller und wenn es aus China gewesen wäre. Kleiner Schraubendreher, den brauche ich euch nicht zeigen. Oder zeigen wir mal doch, weil der ist ziemlich interessant. Der ist einseitig angeschliffen. Genau, einseitig. Guckt's mal hier. Wie ein kleiner Meißel oder Stechbeitel. Also mit dem kannst du im Notfall auch wahrscheinlich ein Loch bohren. Der ist ja vorne, wo es ein Mensch, einen halben Millimeter breit, wenn es hochkommt. Also den kannst du auch irgendwo. Jedenfalls soll das der Kapselheber sein wahrscheinlich. Was machst du mit dem Teil? Ein Kabelabisolierer? Dann müsste aber sehr scharfkantig sein. Steht das bei? Wir schauen mal kurz. Nummer 7. Flaschenöffnerfunktion. Ja, aber Leute, wozu ist die Kerbe? Sagt's mir, schreibt's in die Kommentare. Ich habe wieder mal keine Ahnung und durf deswegen auch keine Messer sammeln, weil ich habe keine Ahnung. Ja, das war jetzt noch meine Frage, Freunde. Ich hatte dieses Dings eben ausgeklappt. Man kann doch alles ausklappen. Na egal. Was steht denn dann in der Bedienungsanleitung drin, dass man das nicht darf? Ah, scheinbar arretiert es dann nicht. Ah, wenn man mehreres ausklappt, arretiert es nicht. Äußerst seltsam. Jetzt rastet es wieder ein. Leute, mit diesem Dingelchen muss man sich doch echt ein bisschen stärker beschäftigen. Hier jedenfalls muss man kräftig drauf drücken, dann macht Klick. Hört mal. Ich weiß nicht, ob sie das legt, aber jedenfalls geht das relativ schwergängig. Jo. Gefällt mir. Könnte ich ewig befingern, bis man dieses Dingens richtig ganz kennengelernt hat. Gefällt mir.
Jetzt sagt mir einer mal bitte, wofür ist dieser Haken? Was macht man damit? Leute, steht nicht in der Beschreibung drin. Hier, schaut es euch an. Das Dingens ist hier unten großzügig abgebildet. Hier unten nämlich. Es steht aber nicht da, was das sein soll. Ja. Ist nicht mit aufgeführt, es steht keine Nummer dran. Was macht man damit? Das ein Hufkratzer oder was? Viel zu klein. Also da muss mir mal jemand erklären. Ja, wie gesagt, hier unten diese Backen, nenne ich das jetzt mal da drinnen, das ist wahrscheinlich der Anschlag für die Schere. Okay, das hat sich jetzt geklärt. Ja. Im Letterman-Tool sind nämlich auch solche, na, ich weiß nicht, was es ist. Ist jedenfalls auch dort vorhanden. Könnt ihr auch in die Kommentare reinschreiben. Ich bin jetzt überfragt. Ich rätsel immer noch, wofür dieser seltsame Haken hier oben ist. Ja, Leute. Also scheinbar ist diese Beschichtung doch fester, wie man glaubt. Es gefällt mir. Mir gefällt diese Feststellfunktion für die Gartenschere. Und diese Sicherheitsfunktion, dass man sie erst entsichern muss, gefällt mir auch. Sie geht federgelagert alleine immer wieder auf. Hat nicht mal so jedes Werkzeug, was du auf dem Baumarkt kaufst. Gefällt mir alles. Mir gefällt, dass man es komplett zerlegen kann oder könnte, weil hier oben Torx-Schräubchen verbaut sind. Gefällt mir. Hier demzufolge eine Riesenschraube, um auch das zu lösen, was hier wiederum wichtig ist, wenn man es mal zum Anschleifen bringen möchte. Das ist auch eine feine Sache. Also so spricht einer längeren Haltbarkeit nichts entgegen. Zweitens mal fand ich das Griffdesign interessant, dieses Relief hier oben drauf. Sieht sehr futuristisch, taktisch aus. Also sehr modern zumindest. Das gefällt mir. Oh, 27 Minuten sind schon verplappert, Freunde. Ich hoffe, wir müssen das jetzt schließen. Das Video und dieses Multifunktionstool. Und jetzt beim ersten Schnellblick gefällt mir das Teil. Also ich sag mal so, das könnte ich wirklich draußen benutzen. Die Schere wackelt kein bisschen, wenn man die Griffe bewegt. Ist aber hier mit Kunststoffscheiben gelagert. Das sprang mir jetzt eben gerade so ins Auge. Gucken wir uns nochmal das Messer an, was hier aber mehr oder weniger eine untergeordnete Funktion ist. So. Das auch gesichert ist, man bekommt es nicht so einfach raus. Also Paragraph 42a konform, hier brauchst du drei Hände, um das Ding zu öffnen. Ja. Messerklinge? Kein Spiel. Also hier musst du wirklich drücken. Es federt. Und es ist scheinbar auch mit Kunststoffscheiben gelagert. Zumindest sehe ich da drin irgendwas aufblitzen. Könnte nur eine kleine Kunststoffscheibe sein. Da wollen wir jetzt auch nicht mal meckern. Gefällt mir. Ist ja wirklich auch bloß ein kleines winzig Messer. Das Einklappen ist nichts für ungelenkige Fingerchen. Hier stehen allerdings die Werkzeuge leicht schief. Dieser kleine Schraubendreher und das Messer liegt hier unten an der Seitenwange an. Demzufolge würde es irgendwann zerkratzen. Gefällt mir trotzdem hier diese Öffnungsfunktion. Das ist wirklich, gefällt mir. Ja. Schön wäre es noch, wenn es im geschlossenen Zustand sich verschließen täte. Das wäre auch nochmal so ein kleines Dingens. Gefällt mir. Okay. Passt rein wahrscheinlich. Ui. Äußerst straff. Und auch nur in eine Richtung, würde ich jetzt stark behaupten. Nee, man kann es auch so rum reinwürgen. Wobei aber jetzt optisch gesehen die untere Seite leicht dünner aussieht. Ja, gefällt mir, Freunde. Natürlich wie bei vielen. Bei vielen von diesen Messern, es ist eben eine günstige Tasche, aber Leute, bei Letterman ist das ein ganz ähnliches Material. Das ist eben ein bisschen mehr glänzig.
Hier steht nicht mehr dran, was es ist. Das fässt sich viel gröber und ein bisschen haptisch fester an, muss ich mal so dazu sagen. Ja, aber dafür ist hier ein richtiger stabiler Druckknopf verarbeitet, was auf Dauer immer besser ist wie so ein, naja, Klettband. Ihr wisst Bescheid, wie ich dazu stehe. Druckknopf ist eben ein Druckknopf und wenn es ein großer ist, wird er ewig halten. Aber Leute, kann ich jetzt nicht maulen? Gut, hier müsste man eben nochmal die Fädchen ein bisschen abflammen, was ich ja immer mache. Aber ich sage mal so, das Ding ist nicht schlecht. Das macht für mich jetzt einen guten Eindruck. Das kann man im Garten wirklich benutzen. Gönnt euch, Freunde. Da das Video jetzt eh so lange ist, muss ich mich nochmal ein bisschen über die Frauen insbesondere aufregen, wo ich letztens so geschimpft habe, über das Verschwinden von Ladegeräten. Ich habe mir jetzt auf dem Baumarkt so ein Riesenteil hier gegönnt. 5 Volt Maximum 2100 Milliampere, das ist schon ein bisschen was. Also das Ding ist wirklich und gleich zwei. Ich muss mal dazu sagen, am Kopfende von der jetzigen Schlafgelegenheit ist eine Steckdose. Naja, abends steckt da immer ein fremdes Ladegerät drin, obwohl mein Wecker zuerst klingelt. Also mein Handy. Jetzt ist da eine Doppelfunktion drin. Jetzt kann keiner mehr maulen und die große Steckdose bleibt ja trotzdem erhalten. Gefällt mir. Habe ich gekauft, für gut befunden, genutzt schon, reichlich genutzt schon, weil manchmal rennt man hier abends im Haus rum und sucht ein Ladegerät. Dann dazu, warum kaufe ich Holzkeile? Also früher haben wir die selber geschnitten, sag ich mal so. Aber gekauft ist schnell. So teuer war es nicht auf dem Baumarkt. Leute, wollen wir uns das Malheur angucken? Kleinen Moment. Das ist das Malheur. Wenn dieser Schrank zu doll bewegt wird, was die Frau gerne macht, wenn sie ihren Putzwahn bekommt, die Glasscheiben liegen nur ganz knapp auf rechts und links. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist vom Hersteller. Und dafür war meine schnellste Reparaturvariante jetzt gewesen. Rechts und links ein kleiner Holzkeil drinne, der optisch eigentlich überhaupt nicht auffällt. Sieht man wirklich. Ein Laie sieht das hier nicht von vorne. Passt sich automatisch in der Breite an und Glasscheibe bleibt jetzt automatisch mittig und gesichert. Schade um die Modelle, die wahrscheinlich nicht reparabel sind. Sie haben 20 Jahre gehalten und wurden in 5 Minuten zerstört. Na egal. Okay, das war erstmal dazu. Und weil es so schön war, zeige ich auch noch mal mein neuestes Bastelprojekt. Jetzt ist hier oben endlich das Bücherregal fertig, was jetzt hier bis unter die Decke geht. Und wir überlegen ja immer noch, die Decke oben rauszunehmen. Naja, und dann kann man oben bis nach oben gucken oder von oben am Geländer herunter. Das ist so ein bisschen schlossmäßig, weil ursprünglich früher sollte laut Planung das Fenster mal die Eingangstür sein. Dann wäre dieser Raum der Windfang gewesen. Also so war früher mal die Planung. Und da sollte schon immer so eine Bibliothek rein. Und ja, ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Das Ding jetzt habe ich immer mal schnell abends zusammengebastelt. Und ich muss mal so sagen, Entschuldigung, wenn die Baumarktkollegen, die haben ja ganz andere Sägen dort. Wenn man sich vorher einen Plan zurechtlegt, sind diese Platten ruckzuck zugeschnitten. Das sind diese ganz billigen Kiefernholzregalböden zur Versteifung unten noch eine Latte drunter oder so eine kleine Leiste. Hindert auch ein bisschen am Durchbiegen und gibt dem Ganzen ein bisschen Stabilität. Und dieser alte Speer hängt jetzt davor. Jetzt seht ihr's, ne? Die Latte da unten drunter, die Leiste. Aber wie gesagt, in der Mitte rechts und links befinden sich ja noch Metallwinkel auch noch drunter. Das ganze Ding hängt wie so eine Traverse jetzt hier oben drüber, hat keine Verbindung zu dem alten Schrank, der sich jetzt wunderbar rein und rausschieben lässt.
Gesucht wird bloß noch eine kleine LED-Leiste, wie da in diesem Schrank drin. Das sind oben 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs in so einer schönen Holzleiste versteckt. Also das war schon fertig. Damit habe ich früher gearbeitet bei so einem Treppenrenovierungssystem. Da hängt an einem so ein kleines Winzig-Ladegerät, was man da oben an der Zeitschaltuhr hängen sieht, mit ein paar Volt bloß. Ach, da konnte man dann zig von diesen Stufenelementen, wie soll ich mal so sagen, hintereinander wegklemmen. Habe ich leider nicht mehr da. Habe ich zum Beispiel da oben drinne verbaut, in dieser Vitrine, die jetzt aus ist. Zeitschaltuhr ist ausgegangen. Und hier drin verbaut. Und jetzt möchte ich oben am Bücherschrank ein unauffälliges LED-Licht befestigen, was ein ganz unauffälliges Licht so ein bisschen indirekt von oben runter strahlt. Am liebsten vielleicht noch in grün. So irgendwas schwebt mir vor, so eine indirekte Bibliotheksbeleuchtung, sage ich jetzt mal so, das schwebt mir noch vor. Ja. Und dann wird der Raum langsam fertig. Und die Lampe hier oben, Modell Russland, soll ja auch noch adäquat ersetzt werden durch eine schöne andere Lampe. Aber das steht noch in den Sternen. Ja, aber wie gesagt, das mit dem Bücherschränkchen gefällt mir jetzt schon ganz gut. Jetzt sind auch rechts und links diese günstig Schränke mit verschraubt. Alles hat jetzt ein bisschen mehr Stabilität. Es ist auch alles leicht von der Wand abgerückt, damit Luft zirkulieren kann. Und das finde ich auch immer sehr wichtig. Also die Schränke stehen 10 cm mindestens von der Wand weg, damit nichts stockt. Rechts und links kann Luft zirkulieren. Na egal, ihr wisst, das ist immer wichtig. Und da die oberen Schränke so nach hinten versetzt sind, kann man da oben auch noch irgendwas abstellen. Also Deko, irgendwas, Andenken, keine Ahnung. Ihr wisst Bescheid. Jo, das war erstmal das. Ich denke mir mal, machen wir erstmal Schluss für heute. Ich glaube, ich habe euch lang genug genervt. Tschüss, Freunde.